Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich bin zurück und jetzt spiele ich mit euch den Barbaren weiter. Der ist auf Stufe 35 und ja, leveln ihn bis, ja, weiß nicht, Level 100 oder 200, je nachdem. Also Paragon Level. Und ja, ich werde Builds austesten mit euch. Ihr dürft gerne irgendwas posten, was ihr für ein Skill sehen wollt. Ich habe momentan Sprung drauf, weil das vom von den Schuhen, also ich kann zwei Sprung einsetzen innerhalb von 2 Sekunden. Und Wirbelwind benutze ich, weil erhöhten Schaden von Wirbelwind um 12%. Hier habe ich zum Beispiel physische Fähigkeiten verursachen 5% mehr Schaden. Und hier ist vor allem MF gut. Mondlichtschutz extrem stark, also der macht extrem fetten Damage, das orange Teil da. Also die Fähigkeit orange. Und sonst, ich weiß nicht, ob ich langsam neue Waffen verwenden kann. Das ist schlechter. Hier nicht. Dieses Schwert möchte ich mal benutzen. Ich weiß nicht, ob es dann stärkere Waffen gibt. Und Tyrael redet wieder herum. Ja, ich weiß nicht. 49. Als diese Waffe dann stärker. Ist aber eben Zweihand, die andere ist Einhand. Nehmen wir die Einhandwaffe. Ja, okay. Muss noch kurz verkaufen, sorry. Unser Volk hat vielleicht keine Heimat mehr, aber ich werde überleben, solange ihr noch etwas von mir kauft. Also diese Edelsteine sind extrem stark. Für mich. Für andere wahrscheinlich nicht, weil die schon weiter sind. Aber für mich sind die Edelsteine extrem stark und pushen schon den Schaden mit 62 Stärke und wie viel Angriff? 160 Schaden, also wirklich extrem stark, stärker als jedes Item. So, ich level immer eigentlich hier in der Altstadt, weil dort kann ein Händler spawnen, der Unique Pläne verkauft. Und der ist sehr, sehr selten, also ich will ihn unbedingt mal treffen. So, ich brauche für die 3 brauche ich ein bisschen mehr Wut. Dann kann ich sie aktivieren. Die geht 10 Minuten, glaube ich. Also 300 Sekunden lang. 300 durch 60. Ja, nicht so lange. 4 Minuten oder so. Und diese Dinge sind extrem stark. Seht ihr, wie viel Damage die machen? Wahnsinn. Also da haben wir eine sehr gute Charakterklasse. Mit den anderen hatte ich mehr Probleme, aber mit dem Barbar, der ist einfach nur easy. Und es ist auch viel mehr Action. Ich gewinne an Kraft. Und Level 36, das geht so schnell. Schmerzenunterdrückung, Verdrängung. Zorn des Besergers, Wehklagen des Areat, ist es nicht das Gute? Revanche, Vergeltung. Nein, Schwerter des Pflugscharen ist das Gute. Wo ist das andere? Zorn des Besergers, so muss ich das auswählen. Wehklagen des Besergers. Aha, wenn man es aktiviert. 3400 Waffenschaden. Nehm ich. Die Angriffe werden heftiger. Bald werden sie die Überlebenden erreichen. Ja, der hat nicht getroffen und ich habe nicht getroffen. Bam, bam. Ich hoffe, diese Charakterklasse liegt euch. Ich kann sonst schon eine andere Charakterklasse nehmen. Ganz, ja, klar. Aber neu anfangen möchte ich momentan nicht. Also, wenn, dann verwende ich eine, die ich schon habe. Ich habe eigentlich alle schon mal angetestet. Und ein bisschen gespielt. Paar sind erst Level 20, paar sind schon Level
60 plus, also je nachdem. Aber was ich momentan nicht gerne spiele, ist die Zauberin, die ist mir einfach zu OP beim Schaden her. Und man muss eigentlich nichts weiter machen, als die ganze Zeit Frostspeer zu spammen und so weiter. Da möchte ich einen anderen Build mal ausprobieren, aber momentan habe ich nicht so viel Bock. So. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, ich bin ein bisschen müde heute, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Ich habe so hart trainiert. Ich meine Füße, meine Beine, alles macht weh. Und ja, ich muss schauen, dass ich es so gut wie möglich let's playen kann momentan. Ich will euch ja Qualität bieten. So, gegen Elite greife ich immer mit Wirbelwind an, sonst kostet es einfach viel zu viel Wut. Nichts hier? Magere Ausbeute. So, gehen wir wieder zurück. Jetzt hier mal links zuerst. Ich weiß nicht ganz genau, wo dieser Händler immer sein kann, aber ich decke mir eigentlich alles auf und dann resette ich oder mache andere. Und es leckt. Wieso leckt das? Ach, Frebs, hör auf zu legen. Ja, Frebs hat manchmal Probleme. Nicht lecken, bitte. Da ist eine Seiten, also zwei oben und hier ist eine, dann gehen wir natürlich hier zuerst. Die explodieren immer so geil wegen dem Eruption. Aha, hier ist nichts. Nur Gerümpel. Killen wir, killen wir. Ja, also Diablo 3 macht mir recht viel Spaß wieder, aber immer nur für zwischendurch, also allzu lange kann ich nie spielen auf einmal. Das liegt einfach daran, dass der Spielfluss nicht so ist, dass er motiviert. Er ist zwar schnell, der Spielfluss, aber nicht motivierend und deshalb muss ich immer wieder Pause machen. Da ist Regnum sogar noch besser in Motivation. Obwohl man fast nicht weiterkommt dort und hier kommt man sehr schnell weiter. Das ist schon ein großer Unterschied. So, wir gehen aber... Ja, wir bleiben unten. Ah, noch weitere. Es gibt recht viele hier, die Champions sind und so. So, wir bleiben hier. Die Bogenschützen, die könnt ihr ignorieren, wenn sie schießen. Und wir haben schon drei Nephalem-Bonus. Wie heißen die? Ruhm des Nephalem, genau. Nicht mehr Ruf, sondern Ruhm. Oh, hier ist nichts. Dann gehen wir hier unten entlang. Ja, dieses Level ist sehr verzweigt, also da müsst ihr schauen, dass ihr es so macht, dass ihr nicht allzu viel laufen müsst. Was ich irgendwie vermisse, sind die Schreine, die großen. Also nicht die, nein, nicht die großen. Die großen gibt es nur im Ruf, die Schreine, wo Schnelligkeit und so Stärke geben. Sind meistens nur Schreine dabei, die die Resistenz und die irgendwas noch steigen, weiß jetzt nicht genau. Ah ja, Schnelligkeit vom Aufladen der
Ding, also die Aufladegeschwindigkeit. Aber so Stärke und Schnelligkeit, da gibt's nicht. Irgendwie. Also, sind zu selten geworden. So, hier drüben. Ja, ja. Bestrafer Nerven. Die haben irgendwelche Fettigkeitsprobleme. Oh, nicht schon wieder das Körper. Ach, ich kann denen einfach nicht ausweichen. Da muss ich noch ein bisschen schneller werden. Ich bin leider sehr langsam. Ja, jetzt bin ich groß. Ich habe keine Chance. Genau. Ja, dann gehe ich weiter. So, wir machen hier noch alles kaputt, auch wenn es nicht viel bringt. Und gehen hier hinein. Dann geht es wieder in Kampf. Ach komm schon. Schildwachen. Wow. Die werden so extrem weggeschleudert. In diesen Ding Wandteilen sind immer wieder Unique Rohstoffe drin. Da mache ich die gerne auf. Aber in Behältnissen ist eigentlich nicht viel drin. Die Musik finde ich noch gut hier. Nur Schrott bekommen, schade. So. Es sind überall die Exorzisten, die nerven. Ja, Blizzard hat viel zu viele Gegner, die Nerven eingebaut, die den Spielfluss stören und so weiter. Aber eben, das muss auch sein wegen Herausforderungen und so. Das kann nicht sein! Wir werden hier alle sterben! Ja, sicher. Kommen direkt zwei. Ihr müsst die aufhalten! Easy. Sie wollen unsere Seelen! Ja, ja. Ach, kommt schon. Was kommt jetzt? Oh. Ja, jetzt hast du sie wieder. Lol, ist der schnell gestorben. Okay. Haben wir das auch geschafft. Scheinbar schon. Noch hier kurz raufgehen. Voloele. Angriffsblitz, das ist eine Barbarenwaffe. Oh, die ist sogar noch besser. Nehme ich. Kann ich noch einen Edelstein reinsockeln? Und meine Katze jammert wieder. Was ist denn? Ist weggegangen. So, zum Ende möchte ich noch kurz. Da mache ich später weiter, weil ich bin momentan zu müde zum Aufnehmen. Also habe nicht so viel Bock. Weil ich nur noch schlafen will momentan.
morgen dann weiter aufnehmen. Einige meiner Männer sind... Was ist denn das? Okay, schon geschafft. Jetzt muss ich wieder zurück. Oh, ja. Und er wird verschwunden. Ja, ich habe Sprint nicht mehr wegen dem Sprung. Kein Sprint mehr drin, sonst wäre ich ein bisschen schneller. Aber Sprung ist schon fast ein bisschen schneller, wenn man es halt schnell einsetzen kann. Wenn man freie Bahn hat und so. Bei engen Gassen ist natürlich Sprint schneller. Aber hier geht es halt nun mal nicht so. Gut. Ach komm, wieso kann ich jetzt nicht... Aha, wegen dem Schatten. Wegen dem Chat. Der Chat nervt. Das geht noch nicht. So, aber wie ich sehe, hat sie viele Gänge nach drinnen gegeben. Dann wird wahrscheinlich der Händler diesmal nicht da. Also ich habe ihn noch nie getroffen, aber auch wieder heute nicht da sein. Wie ich langsam gewirbelt bin. Irgendwie finde ich den... Die Gildeon-Gasse überhaupt nicht. Ach komm schon. Mach das für mich. Sonst nerven sie nur. Kann ich ein bisschen Zeit sparen. Also hier ist auch kein Händler, okay. Ich denke, er ist meistens hier bei der Gildeon-Gasse, aber kann mich auch täuschen. Nö, ja, hier ist auch nichts. Okay, dann sehen wir das nächste Mal uns wieder. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Euer Drago Basler.